Wir kommen zum dritten Match des heutigen Abends. Das ist ein Single Match und das ist angelegt auf einen One Fall. Aus Yucatan in Mexiko mit einem Kampfgewicht von 91 Kilogramm, El Hijo del Dragón Fresco. Und hier kommt sein Gegner. Aus Haldersleben mit einem Kampfgewicht von 70 Kilogramm. Er ist Submission Ultra. Er ist Herbie Vara. Ja, und hier erwartet uns auf jeden Fall ein spannender Styles Clash. Denn während der Drache ausgebildet wurde im Lucha Libre als Sohn eines legendären Lucha Libre Superstars, kommt Herbie Vara zu uns aus dem Wrestling Gym Harz, wo er ausgebildet wurde von Joey Legend und Martin Guerrero. Wir haben es gerade schon beim Ring Announcement gehört, er nennt seinen Stil Submission Ultra und da bin ich gespannt, was das bedeuten soll. Wir werden es erleben. Na, die Sympathien liegen natürlich auf der Seite des Lucha. Sagen natürlich, warum natürlich? Wir haben es gerade vom Publikum gehört. Okay. Es gibt auch den einen oder anderen, der der Meinung ist, Herbie wird hier jemanden töten. Aber wir schauen mal, was am Ende wirklich dabei rauskommt. Man muss ja sagen, wenn man Herbie Vara so zum ersten Mal sieht, denkt man sich, ja, 70 Kilo Kampfgewicht. Schauen wir mal, was das wird. Aber der Mann ist eine lebende Waffe. Der ist nicht zu unterschätzen. Der ist wirklich gefährlich und vor allem weiß der, was er tut. Der weiß, was er machen muss, damit es wehtut. Im Moment weiß er jedenfalls, wie man richtig hinfällt. Auch das ist ein nicht zu unterschätzender Skill. Jetzt konnte er das Bett auch gleich schon wenden. Ob das so klug ist, gegen den Submission-Spezialisten hier Submission-Moves anwenden zu wollen, ich bin mir da unsicher. Aber das geht durch. Herbie Vara in der ersten Minute dieses Matches direkt selbst im Aufgabegriff. Aber auch den kann er wieder umdrehen. Und jetzt gibt's den Armbar gegen den Gegner. Das sieht nicht gut aus. Jetzt wird der Arm mit Knee Strikes bearbeitet. Und der Drache ist am Boden. Harte Tritte gegen den Arm. Kurzzeitig stand Herbie Vara da drauf. Der Drache mehr oder weniger wehrlos am Versuch dagegen zu setzen, aber hat wenig, was er ausrichten kann gegen Submission Ultra. So sieht's aus. Jetzt harte Tritte gegen den Rücken. Ja, das Publikum fordert Lucha. Aber es sieht leider nicht wirklich nach viel Lucha aus heute Abend. Jetzt
versucht er nochmal das Comeback hier und die Aktion in der Ringecke gelingt. Es wird gleich noch die zweite geben, aber Herbie Vara kann entkommen. Und jetzt soll es Highflying geben. Und der Drache fliegt! Der will den Sack zumachen. Reicht das? Eins, zwei, nein! Herbie Vara kommt da relativ souverän noch raus. Bringt den Drachen relativ souverän zu Fall. Und das ist die Aufgabe. Submission Ultra hat sich durchgesetzt. Das war kurz und schmerzhaft. Berlin, dein Gewinner, Herbie Vara. Ja, es ist offiziell, aber das interessiert Herbie Vara überhaupt nicht. Mr. Submission Ultra hält weiter an seinem Aufgabegriff fest. Was bringt ihm das jetzt noch?